Nichts wurde in letzter Zeit hier so viel nachgefragt als ein Video zum Kampf der Titanen. Tiny Mal 2 vs. Mighty Plus. Da es für mich als technischer Review zwei komplett unterschiedliche Geräte darstellen, welche eigentlich nur schwer miteinander zu vergleichen sind, habe ich mich dazu entschlossen, dass wir die Geräte in verschiedenen Disziplinen-Kategorien gegeneinander antreten lassen. Dabei werden wir zunächst einfach nur die Fakten gegenüberstellen und anschließend werde ich eine objektive, kurze technische Erläuterung zu den Fakten geben. Hier sei auch direkt erwähnt, dass ich viele technische Dinge in diesem Vergleichsvideo nur kurz anreiße. Wer die einzelnen Geräte in der Tiefe kennenlernen möchte, kann sich gerne die Reviews zu den Kontrahenten anschauen. Diese Videos verlinke ich euch hier oben in der Infobox. Nun aber zu den Kategorien, in denen wir die Geräte gegenüberstellen wollen. In der ersten Runde betrachten wir die Geräte selbst, deren Abmessungen, Gewicht, verwendete Materialien und die Verarbeitungsqualität. Dann setzen wir den Funktionsumfang und die Bedienungsfreundlichkeit in Relation. Wir werden die Akkutechnik miteinander vergleichen und anschließend schauen wir auf die verschiedenen Heizsysteme hier. Nachgehend werden wir über die Kühleinheiten und deren unterschiedliche Funktionsweise reden. Im Fazit werden wir dann darüber sprechen, wie sich der Dampf der beiden Geräte unterscheidet und für welchen Nutzertypen ich welches der Geräte hier empfehlen würde. Zum Schluss teile ich euch dann noch meine persönliche subjektive Meinung zu den beiden Geräten im Vergleich mit und verrate euch, welches Gerät von den beiden ich persönlich behalten würde, wenn mir nur eines von ihnen zustehen würde. Na, wenn sich da heute das Dranbleiben nicht mal besonders lohnt, heute wird's episch. Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, liebe Freundinnen und Freunde der krautigen Clouds. Mein Name ist Christoph von Vapors Kraut Cloud. Immer wieder erreicht mich die Frage Mighty Plus oder Tiny Mighty 2. Zum einen von Menschen, die sich vor der Anschaffung ihres ersten portablen akkubetriebenen Premiums Vape befinden und zum anderen von Leuten, die eines der Geräte hier meist schon den Mighty Plus besitzen und sich nun die Frage stellen, ob es sich lohnt, den Tiny Mal 2 oder halt auch umgedreht den Mighty Plus zusätzlich anzuschaffen. Wer meine Reviews zu den einzelnen Geräten gesehen hat, der weiß, dass ich beide Geräte wirklich sehr zu schätzen weiß. Für beide Vapus hier sehe ich eine absolute Daseinsberechtigung. Meines Erachtens spricht jedes dieser Geräte einen ganz anderen Nutzertypen an. Daher möchte ich dieses Video so gestalten, dass ihr euch ein Bild machen könnt, welches Gerät hier eurem Konsumverhalten am ehesten entspricht. Vielleicht werdet ihr dann aber auch feststellen, dass ihr so ein seltsamer Vogel seid, wie ich es nun mal bin. Und ihr könnt euch für beide Systeme begeistern. Aber Achtung, Nerd-Alarm, dann kann es teuer werden. Bevor ich aber nun die Spiele für eröffnet erkläre, geht ein dickes Big Up an die Lieben von Verdampft Nochmal raus. Diese beiden Geräte hier wurden mir zu Review-Zwecken von der Firma Verdampft Nochmal in Berlin zur Verfügung gestellt. Und wenn wir heute über Geräte vom Allerfeinsten reden, kann ich euch deren Webshop nur wärmstens ans Herz legen. Hier findet ihr die feinsten und edelsten Geräte aus der ganzen Welt. Aber auch Ein- und Umsteigende finden hier günstige und trotzdem wertige Modelle für den Anfang. Die Fachberatung und der Kundenservice sind dort hervorragend und über die Geschwindigkeit des Versands staune ich seit nunmehr 13 Jahren. Verdampft Nochmal ist für mich schlicht und einfach die allererste Wahl bei Vaporisern
in ganz Europa. Und wenn ihr meinen Kanal hier unterstützen wollt, findet ihr unter diesem Video einen Link, der euch zu einem dicken grünen Button auf meiner Homepage führt. Wenn ihr da vor eurem Einkauf draufklickt, aktiviert ihr meinen Affiliate-Link bei Verdammt Normal und ich bekomme etwas von eurem Einkauf ab, ohne dass es euch auch nur einen einzigen Cent mehr kostet. Was da an Kohle eingespielt wird, kommt dann diesem Kanal auch direkt wieder zugute. Herzlichen Dank für euren Support. Aber nun, lasst die Spiele beginnen. Runde 1. Abmessungen, Material, Verarbeitung. Abmessungen. Der Tiny Mite hier hat eine Höhe von 14 cm, eine Breite von 8 cm und in der Dicke misst er 3 cm. Er bringt 230 Gramm auf die Waage. Der Tiny Mite hier hat eine Höhe bis zum Akkudeckel gemessen von 90 mm. In der Tiefe misst er 62 mm. Bei eingesetzten Glasdämm kommen hier nochmal 20 mm dazu, sodass wir auf eine Gesamthöhe von 110 mm kommen. Vom Gewicht bringt er in dieser Konfiguration ebenfalls 230 Gramm auf die Waage. Materialien. Das Mighty Plus Gehäuse sowie seine Kühleinheit und auch das Mundstück sind komplett aus einem Kunststoff gefertigt, der für die medizinische Anwendung freigegeben ist. Das Heizelement und die Kräuterkammer sind keramisch beschichtet. Der Body des Tiny Mite hier besteht hingegen aus amerikanischem Walnussholz und aus Glasperlen gestrahlten anodisiertem Aluminium. Das Stem besteht aus Glas oder auch wahlweise aus Titanium. In der Kühleinheit selbst kommt Edelstahl zum Einsatz. Nun, ihr habt die Fakten in dieser Runde nun bei einer direkten Gegenüberstellung gesehen. Ihr seht den Unterschied hier auch nochmal, wenn ich die beiden nebeneinander halte. Der Tiny Mite 2 ist definitiv der handlichere Vape, der notfalls auch mal in der Hosentasche verschwindet. Der Mighty Plus ist dann für mich auch noch sehr gut transportabel, er findet dann halt aber eher in einer Tasche oder im Rucksack Platz. Bei den verwendeten Materialien wird es nun komplett außer Frage stehen, dass hier beim Tiny Mite 2 die edlere Auswahl getroffen wurde. Das heißt aber nicht, dass der Mighty Plus nicht auch durchaus wertig rüberkommt. Jedes Gerät hat halt durch seine Materialien Vor- und Nachteile, welche wir uns dann später im Fazit noch einmal genau anschauen werden. Bei der Verarbeitungsqualität gibt es hier bei beiden Geräten absolut nichts zu moppern. Sie lassen hier wirklich keine Wünsche offen und werden zu Recht beide von der Vapo-Gemeinde als High-End-Geräte bezeichnet. Runde 2. Funktionsumfang und Bedienung. Bei Mighty Plus gilt es zunächst einmal zu erwähnen, dass wir es bei diesem Gerät mit einem reinen Session Vape zu tun haben. Das heißt, dass dieses Gerät mit Kräutern befüllt und dann der gesamte Inhalt in einer mehrminütigen Session genossen wird. Wie lange so eine Session genau dauert, hängt dabei von vielen Faktoren ab. Die Qualität eurer Kräuter, die Stärke und Länge eurer Züge, Temperatureinstellungen, Lufttemperatur etc. Um ihn in Gang zu setzen, hat der Mighty Plus hier vorne, schaut mal, einen orangen Einschaltknopf. Einmal nur drauf gedrückt und das Gerät ist an. Dann sehen wir hier ein Display, welches uns mit den wichtigsten Informationen versorgt. Nämlich der Solltemperatur, der Ist-Temperatur und den Akkuladezustand. Da der Mighty Plus über ein digitales Interface verfügt, kann die gewünschte Temperatur mittels dieser beiden orangen Pfeile gradgenau eingestellt werden. Durch ein Vibrationssignal teilt der Mighty Plus dann mit, dass die voreingestellte Temperatur erreicht wurde und dass das Gerät nun genutzt werden kann. Der Tiny Mite 2 kann gegenüber dem Mighty Plus in zwei verschiedenen Modi arbeiten. Zum einen in einem Session-Modus,
Das ist dann so, wie ich es gerade für den Mighty Plus beschrieben habe. Zum anderen aber auch in einem Heat-on-Demand-Mode. Hierbei erhitzt sich das Heizelement dann bloß so lange, wie ihr den Bedienknopf gedrückt haltet. Und ihr könnt einen einzelnen Zug entnehmen, ohne dass euch der Rest des Krautes im Inneren des Gerätes verköchelt. Um den Tiny Mite 2 nun zum Leben zu erwecken, gibt es zwei Möglichkeiten. Um ihn im Session-Mode zu starten, klicken wir hier dreimal auf den Bedienknopf, den wir dann am unteren Ende des Gerätes finden. Hierbei muss dann der dritte Klick gehalten werden, bis das Gerät nicht mehr vibriert. Durch eine dauerhaft leuchtende LED signalisiert uns das Gerät dann, dass es sich im Session-Modus befindet. Er teilt euch das Erreichen der eingestellten Temperatur ebenfalls durch ein kurzes Vibrieren mit. Um den Tiny Mite 2 im On-Demand-Mode zu starten, klicken wir ebenfalls dreimal auf den Taster, nun jedoch ohne den dritten Klick zu halten. Jetzt signalisiert uns das Gerät durch eine blinkende LED, dass wir uns im On-Demand-Modus befinden. Jetzt heizt das Gerät dann nur so lange, wie der Bedienknopf gedrückt gehalten wird und es können einzelne Züge entnommen werden. Auch im On-Demand-Mode teilt er das Erreichen der Temperatur durch eine kurze Vibration mit. Beim Tiny Mite 2 wird die Temperatur hier am Fuß des Gerätes eingestellt. Über eine vom Hersteller mitgelieferte Tabelle kann so annähernd die gewünschte Temperatur eingestellt werden. Eine gradgenaue Vorwahl ist hier nicht möglich. Den Akkustand teilt der Tiny Mite 2 uns auf zwei verschiedene Arten mit. Einmal durch ein Vibrationssignal direkt nach dem Einschalten. Viermal kurz entspricht ganz voll. Einmal kurz bedeutet fast leer. Als zweiten Akkustandsindikator verändert er die Lichtfarbe hier unten an der LED. Ganz grün bedeutet, der Akku ist ganz voll, wie hier. Blau, der Akku ist noch gut. Lila, der Akku ist bald leer. Und bei Rot ist er tot. Die Kräuterkammer des Tiny Mite 2 finden wir dann hier im eingesetzten Glasstem. Dadurch, dass sich die Kühleinheit verschieben lässt, ist die Kammer in ihrer Größe variabel und kann sich so den Nutzerbedürfnissen perfekt anpassen, ohne dass hier irgendein Einsatz verwendet werden muss. Da wir in Runde 3 nun auch auf die Fakten geschaut haben, möchte ich auch hier gerne ein wenig zum Verständnis kommentieren. Die Bedienung. Es steht wohl absolut außer Frage, objektiv darauf geschaut, dass der Mighty Plus der wesentlich einfacher zu bedienende Vape ist. Während der Tiny Mite 2 durch mehrere Optionen hervorsticht, die aber auch dann bedient werden wollen. Der Mighty Plus ist auch für Menschen mit motorischen Einschränkungen bedienbar. Angefangen vom simpleren Einschalten bis hin zur Befüllung und Entleerung. Da ist der Tiny Mite schon ein wenig komplizierter, a im Handling und b erfordert das Gerät schon, dass man sich ein wenig mit ihm beschäftigt, um die Resultate zu erzielen, die man da auch anstrebt. Durch die Möglichkeit der gradgenauen Einstellung beim Mighty Plus besteht die Möglichkeit, ganz exakt bestimmte Bestandteile aus euren Kräutern zu entnehmen. Das ist für manch einen Patienten wichtig, der je nach Tageszeit seiner Medizin andere Wirkstoffe entzieht. Ich kenne aber auch etliche Freizeitnutzerinnen, die darauf schwören, ihren Mighty Plus während einer Session mit zielgenauen Temperaturen nach oben zu fahren, um ihre Kräuter quasi in verschiedenen Facetten nach guter Gewohnheit zu genießen. Dagegen kann der Tiny Mite 2 durch seine erweiterte Temperaturrange und seinem Heizsystem, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen, mit einer Vollextraktion bei kleinen Mengen aufwachen. Das ermöglicht dann die komplette Aufnahme der im Kraut befindlichen Wirkstoffe mit nur einem Zug. Runde 3. Akkutechnik. Der Mighty Plus verfügt über zwei fest verbaute 18650er Lithium-Ionen-Akkus,
die gemeinsam über eine Ladekapazität von 6600 mAh verfügen. Über den verbauten USB-C-Anschluss kann er mittels eines 45 Watt Schnellladegerätes in 40 Minuten auf 80% wieder aufgeladen werden. In einer knappen Stunde ist er dann randvoll. Eine Akkuladung reicht dann, je nachdem wie ihr daran saugt, für ca. 7 bis 10 Füllungen. Der Tiny Mai 2 hier wird mit einem austauschbaren Molicel 18650 Lithium-Ionen-Akku ausgeliefert. Der Akku kann über den integrierten USB-C-Port, hier unten seht ihr den, in 40 Minuten mit Hilfe eines Schnellladegerätes intern aufgeladen werden. Das reicht dann je nach Nutzungsart, um zwischen 4 und 6 Füllungen zu verdampfen. Durch optionale Ersatzakkus kann aber die Laufzeit des Tiny Mai 2 nach Belieben verlängert werden. Nun, was halte ich von den Akkus? Generell bin ich schon alleine aus Nachhaltigkeitsgründen ein ganz großer Freund von austauschbaren Akkus. In meinem Mighty Plus Review, welches ich euch hier oben noch einmal einblende, gehe ich auch ganz genau darauf ein, warum ich beim Mighty Plus den Einsatz festverbauter Akkus verstehe und sogar befürworte. Hier nur mal kurz. Ich halte es für unverantwortlich, wenn die Gefahr besteht, und sei es auch nur aus 1000 Zufällen, welche aufeinander kommen, dass aus einem Gerät, welches medizinisch zur Anwendung kommt, zwei ungeschützte Lithium-Ionen-Akkus rausbuchzeln könnten. Wer mal so ein Teil aufgrund eines simplen Kurzschlusses hat ausgasen sehen, will sich das Szenario erst gar nicht vorstellen. Und auch außerhalb des medizinischen Bereiches ist es bestimmt nicht für jeden Menschen gut, mit ungeschützten Industriezellen zu hantieren. Der Tiny Mai 2 bietet mit seinem austauschbaren 18650 Akku hingegen den Leuten, die ein klein wenig technikaffin sind, quasi unendliche Laufzeit, wenn eine Handvoll Ersatzzellen und ein externes Ladegerät zum Einsatz kommen. Der Akku hier ist blitzschnell ausgetauscht und dann kann die Party schon weitergehen. Intern lädt der mitgelieferte Akku mit einem Schnellladegerät ca. 40 Minuten. Runde 4. Heizsysteme und resultierende Dampfeigenschaften. Bei der Heizung des Mighty Plus haben wir es mit einem Hybrid-Heizsystem zu tun, in dem Induktions- und Konduktionswärme einfließen. Im Inneren des Mighty Plus befindet sich hier eine Heizhelix, welche die einströmende Luft erhitzt, bevor sie in der Kräuterkammer auf das Dampfgut auftrifft. Dies führt zu einem Konvektionseffekt. Zugleich erhitzt sich die Kräuterkammer und steuert so den Konduktionsanteil bei. Der Mighty Plus braucht ca. 1 Minute zum Aufheizen, um die voreingestellte Temperatur zu erreichen. Er hat eine einstellbare Temperaturrange zwischen 40 und 210 Grad Celsius. Der Tiny Mai 2 hingegen gehört zur Gattung der reinen Konvektionsvaporizer. So wird hier nur der auf das Dampfgut auftreffende Luftstrahl erhitzt, während die eigentliche Kammer kalt bleibt. Hier wird der Luftstrahl über eine massive Spirale im Inneren beheizt, welche beim Erreichen der voreingestellten Temperatur auch genug thermische Masse zur Verfügung stellt, um eine volle Extraktion zu gewährleisten. Je nach gewählter Temperatur ist der Tiny Mai 2 nach 4 bis 6 Sekunden nach Drücken des Knopfes genussbereit. Er verfügt über eine einstellbare Temperaturrange zwischen 140 und 250 Grad Celsius. An dieser Stelle sind wir jetzt auch an dem Punkt angelangt, warum es für mich nicht einfach ist, dieses Vergleichsvideo zu machen. Hier haben wir denn des Pudels Kern, warum ich diese Geräte für grundlegend anders halte. Ein hybridbeheizter Vaporizer verhält sich ganz anders als ein reiner Konvektionsvape. So kann der Mighty Plus hier mit kurzen MTL-Zügen
ähnlich einer Sportzigarette, aber auch mit langen DL-Zügen ähnlich einer Shisha inhaliert werden. Eigentlich kann man den Mighty am Mighty Plus ziehen, wie man möchte. Er liefert immer ab und liefert immer gute Ergebnisse. Bei einem reinen Konvektionsvaporizer wie dem Tiny Mite 2 hingegen braucht es schon eine etwas kontrollierte Zugtechnik, um die Dampfdichte und den Effekt hervorzurufen, für den dieses Gerät bekannt ist. Mit MTL-Zügen kommt man bei diesem Gerät nicht weit. Bei richtiger Nutzung ist der Tiny Mite 2 dann fähig, wesentlich dichtere und effektivere Wolken zu werfen als der Mighty Plus. Das werden wir uns dann im Fazit aber noch einmal genauer ansehen und damit beschäftigen, ob dieser heftige Dampf denn überhaupt etwas für jeden Vapor da draußen ist. Ein weiterer Unterschied ist, dass ein Konvektionsvaporizer, also in diesem Fall der Tiny Mite 2, noch einmal wesentlich reiner und klarer im Geschmack ist, da hier nur bei der Inhalation Terpene freigesetzt werden und nicht zwischen den Zügen. Runde 5. Das Kühlsystem. Die Kühleinheit des Mighty Plus sitzt hier oben auf dem Gerät. Sie kann nach dem Abnehmen dann geöffnet werden, indem sie hier mittels dieses Schiebers entriegelt wird. Wenn wir sie geöffnet haben, sehen wir dann, wie der Dampf im Inneren der Kühleinheit einen maximal weiten Weg zurücklegen muss, da er durch eine labyrinthähnliche Struktur geleitet wird, bevor er dann gekühlt am Mundstück zur Inhalation bereitsteht. Dieses Kühlsystem arbeitet absolut einwandfrei und kann auch einige Füllungen in Reihe super gut handeln. Beim Tiny Mite 2 hingegen befindet sich die Kühleinheit hier oben im Stem und kann mithilfe des mitgelieferten Multitools ausgeschoben werden. Nun können wir auch diese aufschrauben. Im Inneren der beiden Edelstahlzylinder befinden sich ganz einfach ein Satz Muttern und Unterlagscheiben aus Edelstahl, welche die Hitze des durchströmenden Dampfes dann nach dem Wärmetauscherprinzip einfach in sich aufnehmen. Diese simple Konstruktion tut im Tiny Mite 2 absolut das, was sie soll. Auch sie kühlt den Dampf hervorragend ab und hält auch mehrere Füllungen in Folge aus. Hier denn auch noch einmal zusammengefasst. Wir haben es beim Mighty Plus und beim Tiny Mite 2 mit komplett unterschiedlichen Arbeiten und Kühlsystemen zu tun. Beide verrichten ihren Job so, wie man es von einem High-End-Vape erwarten kann. Beide können demontiert werden und zu Reinigungszwecken komplett in ISO gebadet werden. Also in dem Punkt beide sehr unproblematisch. Obgleich auch hier die Tiny Mite Kühleinheit wieder etwas frimmeliger zu handeln ist. Runde 6. Fazit. Nun habe ich es mir hier bis zum Fazit aufgehoben, über die verschiedenen Dampfeigenschaften der beiden Geräte zu reden. Da ist dann der ganz große Unterschied. Geschmacklich steht der Mighty Plus für einen mobilen Vapo sehr, sehr gut da. Aber es steht außer jeder Frage, dass der Tiny Mite 2 als Konvektionsvape mit einem Glas-Edelstahl-Dampfweg da noch ordentlich eine dicke Schöppe drauflegen kann. Wie würde ich aber nun die Unterschiede im Dampf jemanden erklären, der beide Geräte nicht kennt? Dazu möchte ich gerne zur Verdeutlichung ein Bild aus der Welt des Rauchens aufzeigen. Der Mighty Plus kann komplett mit kleinen MTL-Zügen wie eine Tüte gepafft werden. Man kann aber auch sehr lange daran ziehen, auch wie bei einer Tüte. Bei sehr langen Zügen liefert er dann der Mighty Plus ordentlich Dampf ab. Wenn ihr dann aber einmal die Temperaturanzeige beim Ziehen im Auge behaltet, könnt ihr beobachten, wie die Heizeinheit in der Temperaturversorgung einbricht. Nun gut, zurück zum Bild Tüte. So ähnlich können wir dieses Gerät dann auch am besten sehen. Ihr startet den Mighty Plus ähnlich dem Anzünden
und dann genießt ihr, bis nichts mehr da ist. Dabei könnt ihr über die Temperatureinstellung simpel regulieren, wie kräftig ihr den Dampf haben möchtet. Der Tinymite 2 hingegen entspricht eher dem Prinzip Bong. Mit Rums, viel Rums auf Knopfdruck. Der Dampf ist bei der richtigen Zugtechnik ultradicht und knallt rein, wie es bisher von mobilen, akkubetriebenen Geräten unbekannt war. Und ja, es ist sehr schön, dass der Tinymite über einen Session-Mode verfügt. Und ja, Mensch kann ihn auch runterdrehen und genüsslich Tapöne pöffen. Aber das ist meines Erachtens nicht das, wofür er gemacht wurde. Das Ding ist gemacht, um dir mit jedem einzelnen Zug mächtig die Gesichtshaut und die Haarfurnickel durchzurunzeln. Der Tinymite 2 ist eindeutig das, was wir in der Vape-Welt als Heavy Hitter bezeichnen. Ja, er sieht so harmlos aus, aber glaubt mir, das täuscht gewaltig. Das Teil ist ein Biest. Punkt. So, und nun lasst uns doch einmal schauen, dass wir ein wenig aufgedröselt bekommen, für wen ich welches Gerät als das passende ansehe. Der Mighty Plus hier ist eindeutig der einfacher zu bedienende Vapo, mit dem wirklich jede und jeder, egal ob Vape erfahren oder nicht, zurechtkommt. Super easy zu befüllen, sehr einfach und auf den Punkt genau einzustellen. Das Erstaunlichste ist aber für mich noch immer an dem Gerät die kontinuierlich gleichbleibende Qualität des Dampfes. Bei gleicher Einstellung und gleichem Kraut in der Kammer liefert der Mighty Plus ein ums andere Mal exakt gleich ab. Die Kammer muss während der Session nicht geöffnet werden, um umzuhören. Der Mighty Plus, dem ist es vollkommen egal, mit welchem Mahlgrad der befüllt wird. Man kann auch einfach ein Blütenstück hineinstopfen, womit der Mighty Plus dann auch ohne jede Schwierigkeit abliefert. Nach einer einfachen Benutzung dann einfach das Sieb in der Kühleinheit einmal kurz abbürsten, die Kammer einmal auspinseln und das war's dann auch schon. Der Tinymite 2 hingegen hier hätte gerne etwas mehr Aufmerksamkeit in der Pflege und auch in der Anwendung. Hier nimmt man denn auch konvektionstypisch in Kauf, dass auch mal umgerührt werden muss zwischen der Benutzung. Man sollte, nachdem man ihn benutzt hat, auch mal kurz hier ins Innere reinschauen, ob da nichts aus dem Stem ins Gerät gefallen ist. Das Holz außen möchte auch von Zeit zu Zeit etwas gepflegt werden. Und auch das Reinigen der Kühleinheit ist auf jeden Fall frimmeliger, als es beim Mighty Plus hier der Fall ist. Neben der etwas komplizierteren Bedienung und Handhabung des Tinymite 2 solltet ihr bei der Wahl zwischen diesen beiden Geräten auch unbedingt euer Konsummuster bedenken. Und hier für euch mal ausloten, welches Gerät da für euch am ehesten passt, was euch da am ehesten entspricht. Der Spruch "The bigger the better" muss hier nicht unbedingt zählen. Wenn ihr dazu den Leuten gehört, die gerne 0,15 Gramm über einen gewissen Zeitraum mit mehreren Zügen auf ganz simple Art und Weise genießen wollt, werdet ihr beim Mighty Plus mit Sicherheit gut aufgehoben sein. Gehört ihr aber zu den Menschen, die 0,15 Gramm auch mal gerne mit einem einzigen Zug frühstücken, ist der Tinymite 2 eure Maschine. Hier noch einmal ganz klar gesagt, hinterfragt eure Toleranz. Wenn ihr keine heftigen Effekte aufgrund regelmäßigen Konsums gewohnt seid, kann der Tinymite 2 durchaus dafür sorgen, dass nach wenigen guten Zügen die Party für euch gelaufen ist. Natürlich könnt ihr auch beim Tinymite 2 ausloten, wie ihr aus ihm allerfeinste Sessions sogar bei niedrigerer Temperatur hinausbekommt. Das kann er sogar hervorragend, aber meiner Meinung nach sollte man da ein wenig Freak bzw. Vape-Enthusiast sein.
und die Bereitschaft mitbringen, sich mit diesem Gerät intensiver zu beschäftigen. Das betrifft sowohl die Bedienung als auch die Pflege. Zusammenfassend mit einem Satz möchte ich es gerne mal für euch so sagen. Der TinyMite 2 hier möchte geliebt werden. Hingegen der Mighty Plus liebt es, benutzt zu werden. Ich bin ja nun in der glücklichen Position, beide Geräte zu besitzen und würde auch nur sehr ungern einen wieder von denen abgeben. Aber wie würde ich mich nun entscheiden, wenn ich tatsächlich nur eines dieser Geräte behalten dürfte? Nun, ich bin bei weitem nicht das Maß aller Dinge, bin totaler Freak und habe eine Toleranz wie ein Pavian. Seit dem Eintreffen des TinyMite 2 hier bin ich für meine Person sturzverliebt und so betüdel ich den Kleinen auch gerne mit aller notwendiger Aufmerksamkeit. Und da ich eben zu den Menschen zähle, die auch mal gerne 0,15 Gramm mit einem oder zwei fetten Zügen frühstücke, würde ich mich für den TinyMite 2 entscheiden. Aber es steht komplett außer Frage, dass ich auch den Mighty Plus sehr liebe und es genug Situationen gibt, in denen ich zu ihm greife. Diese würde ich kurz so umschreiben. Wann immer ich einfach nur Effekt möchte, ohne jedes Ritual, ohne nachzudenken, dann ist der Mighty Plus für mich die allererste Wahl. Nun mal die Frage an euch, wie ergeht es euch? Habt ihr eines dieser Geräte oder womöglich beide? Spielt ihr mit dem Gedanken, eines dieser Geräte anzuschaffen? Und konnte ich dabei dann mit diesem Video ein wenig helfen? Lasst mich das doch gerne mal unten in den Kommentaren wissen. Und wenn ihr euch für weitere spannende Videos zum Thema thermische Extraktion von Trockenkräutern interessiert, schaut doch einfach mal auf meinem Kanal oder auf meiner Homepage vorbei, wo auch dann alle 18 plus Videos unter einfacher Altersabfrage angesehen werden können. Sollte dir eines dieser Geräte oder einen anderen Vapo kaufen möchten, würde ich mich dann riesig freuen, wenn ihr vor dem Einkauf an mich denkt und meinen dicken grünen Knopf auf meiner Homepage einmal kräftig durchbassert. Ihr Lieben, nun hoffe ich sehr, dass mir in diesem Video die Quadratur des Kreises einigermaßen gelungen ist und ich ein wenig Licht in die Frage bringen konnte, was diese beiden Geräte unterscheidet und welches euren Bedürfnissen am ehesten entspricht. Und so bedanke ich mich auch heute wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Liebe und allzeit genug Kraut für eure Clowns. Ciao! The sun will shine on vapors, crowd clouds. The sun will shine. Vaping crowd clouds, smart vape designs. Healthy buff in modern times. Make you feel fine. The sun will shine.